einen wundervollen. Wir spielen Last of Us. Wir starten. Ich versuche es. Ich kann es nicht versprechen, aber ich versuche es auf schwer. Mal gucken. Mit DLC? Ja, mit DLC. Also das ist ja hier mit dabei. Ganz wichtig für die Leute, die das Spiel nicht kennen. Es kann triggern. Es kann richtig übel triggern. Weil hier werden Themen besprochen, hier werden Themen gezeigt. Es ist ziemlich gewalttätig an einigen Stellen. Und die Themen sind nicht unbedingt einfach zu verdauen. Nur vorneweg. Gesundheit. Das einmal vorneweg. Ich würde dann nämlich sagen, wir starten. Ein neues Spiel plus fortsetzen. Was? Neues Spiel plus fortsetzen? Oh yeah. Die Frage ist jetzt halt, neues Spiel plus oder neues Spiel? Nur zur Sicherheit. Genau, rein zur Sicherheit. Es ist absolut ab 18. Und dieses Spiel ist wirklich nicht ohne Grund ab 18. Okay, ihr entscheidet. Neues Spiel plus? Nein. Wirklich nicht? Okay. Dann neues Spiel. Wir spielen nicht auf erbarmungslos. Ich habe es bisher ein einziges Mal auf normal gespielt. Das heißt, ich würde jetzt einen Schwierigkeitsgrad hochgehen auf schwer. Und damit haben wir ein paar Speicherdaten. Genau, das letzte Mal habe ich es 2017 gespielt. Holy shit. Ich mache aber einen neuen Speicherpunkt. Und damit starten wir. Ich bin Mapst. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh, gut. Dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy? Wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los?
Ja, das frage ich mich auch. Also, herzlich willkommen. Und ja, so süß. Ich mag sie auch total gerne. Ich liebe auch dieses Zimmer und ich liebe Naughty Dog Spiele, weil sie sind einfach so detailverliebt. Gucken wir uns erstmal um. Ein wundervoller Sitzsack und ein Skateboard und jede Menge Fotos, die akkurat aufgehangen sind. So würde es in keinem Kinderzimmer aussehen. So schon eher. Was haben wir hier? Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. Die Sterne sind mir nie aufgefallen. Tja. Lieber Papa, also schön, du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre. Du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es jedes Jahr aufs Neue, der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Paps. Hab dich lieb, Sarah. Oh. Worum geht's eigentlich bei The Last of Us? Möchte ich noch nicht erzählen. Also wir sind jetzt gerade noch am Anfang. Wirst du innerhalb der nächsten halben Stunde mitkriegen. Es ist tot. Hab es im zweiten Playthrough eigentlich so genau erkundet. Tja, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. So, da ist die Geburtstagskarte. Wir können raus. Telefon ist tot, komischerweise. Aber unser Onkel hat uns angerufen. Aber es ist kein Shooter schon mal. Nee, es geht eher so. Also ich würde sagen, von der Spielemechanik her geht es eher in Richtung Uncharted. Also ein bisschen Shooter-Elemente sind drin, aber das ist nicht die Hauptsache. Also das ist nicht das Hauptelement. So, was haben wir denn hier? Hohe Aufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern, Anstieg von 300% aufgrund von mysteriösen Infektionen. Die behördlichen Lebensmittelüberwachung vergrößert die Liste der kontaminierten Früchte. Riesige Rückrufaktionen erwartet. Polizei, verwirrte Frau tötet ihren Mann und 3 weitere Personen. Corona? Nee, also die Sache, die ich gerade eben am Anfang gesagt habe, es gibt einige Szenen, die triggern könnten. Das schon mal vorne ab. Und das Spiel ist nicht umsonst ab 18. Also das nur vorneweg. Es ist an manchen Stellen echt harter Tobak. Aber es ist wundervoll. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Dann, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir. Oh, hoppala. Was war das? Oh Gott. Okay. Dad? Das ist nicht so gut, aber immer schön fit bleiben, ne? Nein, aber also ich liebe dieses Spiel. Dad! Es ist unglaublich gut. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Was ist bloß los? Aber ich bin auch ein Naughty Dog Fangirl. Kann ich rausgehen? Nein. Machen wir uns erstmal ein. Sein Telefon. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Okay. Also Tommy ist übrigens unser Onkel. Der gerade eben angerufen hatte. Ich komme heute spät nach Hause. Du kannst dir Essen bestellen. Wir sehen uns morgen früh, Dad. Wo ist er? Das ist eine gute Frage. Besonders wie alt sind wir? 12, 13, wenn überhaupt? Und er lässt uns einfach alleine? Ich finde das halt auch so geil. Guckt euch mal bitte diese Spiegelung an.
Und dieses Haus, es sieht einfach wirklich so aus, als ob hier ein Typ mit seiner Tochter wohnt. Es sieht einfach wirklich so aus. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. Mhm. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim! Dad! Das wusste ich nicht mehr. Alles wird gut. Jim, ich warne dich. Nein! Geh. Geh. Ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach raus. Ist nicht meins. Ist egal. Können wir bitte gehen? Sagst du mir, was passiert ist? Später. Ist ja total geil. Ich kann mich hier komplett frei hinten bewegen. Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Kein Handy. Kein Radio. Ja, es geht super. Eben noch hat der Sprecher mal. Also ich bewege mich hier übrigens gerade, ne? Das ist total geil. Das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Sorry. Wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Er hat bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt, nicht hier. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Jemand anders wird kommen. Oh, ich hab voll die Gänsehaut. Oh, ich würde sagen, das ist Stau. Scheiße! Das, was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, habe ich. Dann, dreh hier, dreh hier. Nein, 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 nein. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja. Oh nein. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Festhalten! Fahr! Ich hab voll die Gänsehaut. Daddy? Hey. Emir unterstrich Baschur. Hey. Ist das so ein Zombie-Ding? Nicht wirklich. Zurück, Kleines. Zurück. Also nicht hauptmäßig, nein. Aber sagt mir jetzt nicht, dass ihr alle bis auf G-Man Last of Us nicht kennt, oder?
da Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wir müssen dir rennen. Okay, das sind aber dann Bilder vom zweiten Teil. Halt dich fest. Okay. Daddy. Er ist tot. Schmann 1989. Ich sag eins, sowas von. Auf jeden Fall. Und nein, es sind keine Zombies. Also nicht wirklich. Aber ich will auch nicht zu viel verraten. Oh, Zwickmühle. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Ja. Wo denn? Tommy. MR-Schuhe. Eine Kowaldi-Mutation. Ja gut, 2012 XD. Hat man an Covid noch nicht gedacht. Also es ist halt 2012 initial für die PS3 rausgekommen. Und das hier ist jetzt das HD Remastered für die PS4. Lauf weiter, mach, dass ihr wegkommt! Komm schon! Du! Bewegung! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Onkel Tommy? Wir treffen uns dort! Mach schnell! Ich hab's halt erst 2016, glaube ich, das erste Mal gespielt. Wir sind fast da! Oh, oh. Oh Gott. Und nein, es ist auch kein Horrorspiel. Also auch nicht so richtig. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey, helfen Sie uns. Stopp. Bitte. Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund. Triggerwarnung. Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh nein. Sarah. Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte, tu mir das nicht an. Gedacht, beim zweiten Mal ist es nicht mehr so schlimm. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Es war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind.
Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich unterstrich Baschur. Für sowas bin ich doch viel zu dicht am Wasser. Und die Wintervorräte werden immer knapper. Frag mich mal, Baschur. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der... Und es tut mir leid, haben. Fireflies. Lusai Lupa. Mensch, und ich wollte heute mal nicht heulen. Es tut mir leid. Such nach dem Licht. Vertraue auf die Fireflies. Oh Mann. Ich hab mich gar nicht abgeschminkt. Nachher sehe ich aus wie ein Panda. Schmann 1989. Ich hasse es auch. Ich 20 Jahre später. Ich heule nicht, nein. Nein, ich heule nicht. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Frühstück. Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Schmann 1989. Robert De Niro. Robert De Niro. Der Robert! Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Sollten wir.